Na gut, das machen wir dann beides. So, das Mikro mal so ein bisschen dahin. Ton gut, ja. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Heute zeige ich euch die aktuelle Glossybox Girls Edition. Manometer, Sassi. Und zwar in der Sorte Girls Night Out. Glossybox ist ein Beauty-Abo-Box-System und auf der Seite kann man, glaube ich, auch Make-up und all sowas kaufen, was ihr monatlich abonnieren könnt, was eben, wie gesagt, im Abo dann erscheint und zu euch nach Hause kommt. Außerdem haben sie halt die Glossybox Girls Edition. Das ist eine Nicht-Abo-Edition, wo immer zu einem bestimmten Thema eben eine Box nochmal zusätzlich erscheint. Diesmal war es Girls Night Out und das hat mich irgendwie angesprochen, weil ich dachte, da ist bestimmt richtig schöne Schminke und sowas drin. Die habe ich auch hier. Und was es damit so auf sich hat und was da so drin ist, das zeige ich euch auch. Wenn man sie öffnet, sieht sie eigentlich anders aus, nämlich so wie die typische Glossybox. Sie ist dann noch so eingepackt, da ist das Paper. Ich hatte sie mir schon angeguckt, deswegen seht ihr sie jetzt schon geöffnet. Und zwar sind das die Produkte, die hier drin sind. Genau, und ich werde euch die jetzt einfach mal so einzeln vorstellen, was da so alles drin ist. Und fange mal mit dem größten an. Das ist von Haarliebe bei Domino Carti. Ein Farbstützer-Shampoo. Das ist ein Originalprodukt. Hier sind 250 ml drin. Ich gucke mal nebenbei auf dieses Kärtchen. Und es kostet 3,99 Euro. Was steht hier Schönes? Reichhaltige Formel mit Apfel, Traube und Weizen. So, ich halte euch das auch mal ein bisschen in die Kamera, damit ihr hier mal seht, was hier Sache ist. Ist nicht nur für normales Haar, sondern auch für die besonderen Bedürfnisse gefärbter sowie getönter Haare abgestimmt und sorgt neben einer sanften und gründlichen Reinigung für einen natürlichen Farbglanz. Und das Shampoo ist vegan, sulfat- sowie parabenfrei und hat einen fruchtigen, cremigen Duft. Schauen wir doch mal, ob der Duft wirklich so fruchtig und cremig ist. Oh ja, der ist schön. Hm. Sehr schön. Ja, werde ich auf jeden Fall nutzen. Meine Haare sind auch ja, frisch gefärbt. Deswegen ist Farbschützer immer gut. Jo. Das nächste Produkt, und da bleiben wir so in der Kategorie, wir bereiten uns jetzt vor auf die Girls Night Out, ist von Biore. Tiefenreinigende Clear-Up-Stripes mit Aktivkohle. Auch das ist ein Originalprodukt mit 6 Stück für 4,99 Euro. Und die klebt man sich dann einfach hier eben, wie die Dame hier auf der Abbildung auf. Ich glaube, man macht die Haut vorher ein bisschen nass, klebt sich die auf und wenn man die dann abzieht nach wie viel Minuten? 10 bis 15. Ja, reinigt das so ein bisschen die Poren, holt halt das so raus. Habe ich tatsächlich nicht mehr so viel benutzt. Habe ich früher relativ viel benutzt. Vielleicht mache ich das jetzt mal wieder. Ansonsten werde ich das irgendwie verschenken an jemanden, der das auch gut findet. So, das wäre es zum Thema Vorbereitung. Jetzt kommen wir in den ganzen, jetzt machen wir uns schön Bereich. Und ich fange mal an ich gehe jetzt über zum teuersten Produkt, das ist nämlich von Avant. Wer Avant kennt, weiß, dass die gute Qualität haben, aber auch schweineteuer sind. Und dieses Produkt kostet auch, glaube ich, schon doppelt so viel wie die Box. Das ist nämlich ein Lip Scrub, 10 ml und das ist ein Originalprodukt mit 64,65 €. Genau, Velvet Perfecting Rose Sugar Lip Scrub. Ja, ein so teures Lippenpeeling hatte ich noch nie in der Hand. Finde ich grundsätzlich aber eine gute Idee, wenn die Lippen gepeelt sind, hält zum Beispiel der Liquid Lipstick besser drauf. Deswegen gute Idee, also Vorbereitung. Wir haben uns quasi also gerade schon die Haare gewaschen. Wir haben hier unsere Poren ein bisschen gereinigt. Haben jetzt gerade ein Lippenpeeling gemacht und jetzt geht es daran, uns zu schminken. Und das tun wir mit den Rival Loves Me Blur Primer Drops mit Cranberry Extrakt. Das ist auch ein Originalprodukt und wie es üblich ist von Rival Loves Me, kosten die natürlich nicht viel. Die 29 ml. 29, euer Ernst? Fangen wir jetzt wieder mit solchen Sachen an, dass wir hier peu à peu weniger reinmachen. Kosten 2,99 €. So sieht das Fläschchen aus. Und ja, das sind so Tröpfchen, also ähnlich von einem Serum tatsächlich, von der Art und Weise. Ich mache mir das mal ein bisschen auf dem Handrücken. Ja, es ist sehr flüssig.
Ja, erinnert mich sehr an ein Serum, also kann man so ein bisschen wahrscheinlich vor oder nach der Feuchtigkeitscreme drauf machen. Ja, werde ich verwenden und ausprobieren. Das machen wir zum Schluss. Das packe ich dahin. So, dann haben wir unsere Foundation alles aufgetragen. Das ist natürlich jetzt hier nicht drin. Und dann geht es an die Augen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass die hier drin ist, denn die war auch in der Monatsbox letzten oder vorletzten Monat drin. Und wer halt Fan von Glossybox ist und sich dann eben noch die Girls' Night Out Edition bestellt, kriegt sie halt doppelt. Werde ich also verschenken. Ist ein schönes Quattro von e.l.f. Cosmetics. Cosmetics ist auch ein Originalprodukt, kostet 5 Euro, 3,5 Gramm in der Sorte Berry Bad. Das sind zwei wunderschöne Schimmertöne, die habe ich auch schon zum Schminken benutzt. Und auch die beiden Töne, die matt außen sind, sind auch super schön. Aber wie gesagt, finde ich schade, dass wir hier ein Produkt quasi drin haben, was auch in der regulären Monatsbox ist. Da hätte ich dann zumindest eine andere Sorte von genommen. Dass man sagt, okay, wenigstens noch eine andere oder halt eine andere Palette irgendwie. So, nachdem wir uns natürlich fertig geschminkt haben, müssen wir auch unser Make-up setten. Dafür kommt hier ein Setting-Spray von Sor Luxe. Auch das ist ein Originalprodukt mit 21,30 € und 75 Milliliter. Ich liebe Setting-Sprays, meins ist fast alle. Deswegen passt das hier ganz gut oder so gut wie alle. Das sieht so in dem Fläschchen aus. Die weiße Schrift sieht man, glaube ich, so ein bisschen sieht man die. Ich glaube, der Sprühkopf war, ich habe das ja schon mal getestet, nicht so krass. Also er war sehr hart. Es kommt auf jeden Fall sehr viel raus. Das ist schon nice. Ja, also wird auf jeden Fall auf meinem Schminktisch einziehen und benutzt werden. Wie gesagt, ich liebe auch Setting Spray total. Allein das Gefühl, so nachdem man sich das alles ins Gesicht geklatscht hat, in Anführungsstrichen mal so ein bisschen mit Feuchtigkeit nochmal drauf zu gehen, finde ich immer eine sehr schöne Sache. So, jetzt sehen wir gut aus, zumindest im Gesicht, und die Haare sollten auch im Bestfall sitzen. Wir wollen natürlich aber auch noch mit unserem Duft vielleicht Männer anziehen oder einfach nur selber uns gut fühlen. Und dafür gibt es von Kappa das Eau de Parfum 40 ml Blush. Auch das ist ein Originalprodukt, kostet 12,95 € und das Fläschchen sieht so aus. Auch sehr, sehr schön. Und der Duft. Ist so ein bisschen erwachsener, finde ich. Aber also nicht mega süßlich, sondern eher herber. Floralen Noten aus Rose und Maiglöckchen, Nuancen von Moschus, das ist das, was herbe, was ich gerochen habe, und Vanille. Gibt dir Eleganz, Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit. Ja, und wie gesagt, ein schöner Flakon, das stimmt tatsächlich. Der wird bei mir bei meinen Sachen auch einziehen, den finde ich gut. Ja, ist schon ein schöner Duft, ist schon wirklich ein schöner Duft. So, zwei Sachen haben wir noch. Also, es ist auch wirklich eine schöne Box mit vielen Produkten, das muss man sagen, für 23,99 €. Natürlich sollten wir auch nicht nur hier und so weiter, sondern auch ein bisschen gepflegte Nägel gehören auch dazu. Wir haben hier einen Nagellack von Nails Inc. drin, Victoria Nail Polish. Auch das ist mit 15 € und 14 ml ein Originalprodukt. Das ist so ein ganz dunkler Ton, so ein Aubergine, würde ich sagen. Ich mache den mal auf, dass man so sieht. Gerade so hier am. Wenn man das hier nichts runtertropft, aber mit dem man so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt. Ein sehr schöner Ton. Ich habe Gelnägel, deswegen wird der verschenkt. Der geht an eine Freundin in die Schweiz. Die kriegt jetzt nämlich noch ein Weihnachtspaket. Oh mein Gott, Stinknagellacke. Normal, ich kriege das immer bei den Gel und Polygel und sowas alles gar nicht mit. Ja, das letzte war in diesem kleinen Tütchen drin und ich dachte erst, oh cool, die haben uns Schmuck reingepackt. Nein, haben sie nicht. Sie haben uns einen Invisible Bobby reingepackt. Allerdings in der Farbe. Ich meine, für mich geht's, aber auch der ist natürlich ein bisschen zu rot eigentlich. Also es ist so ein, erinnert mich tatsächlich vom Farbton her an passend wie den hier, ne? Also ähnlicher Rotton. Ja, es ist ein Invisible Bobby. Also mir ist klar, dass man da nicht ewig Schmuck reinmachen kann und so, aber ich dachte im ersten Moment so, oh krass, sie haben uns Schmuck reingemacht. Nein, haben sie nicht. Ja, das ist ein Filler-Produkt. Aber der Gedanke, irgendwann hat man vielleicht keine Lust mehr, die Haare offen zu tragen, und dann macht man sie mit den Invisible Bobby zusammen. Das wird auch kein Original Invisible Bobby sein. Sonst wäre der in der Originalpackung wahrscheinlich gewesen. Aber macht man sie zusammen, ohne die Haare kaputt zu machen, ist ja grundsätzlich eine niedliche Idee. Ja, ich überfliege mal ganz kurz, was wir hier inhaltlich preislich kriegen.
Knapp 130, ich schreibe es euch auch hier hin, für einen Warenwert, also ist der Warenwert dieser Produkte, ja gut, dass der wirklich 65 Euro wert ist, können wir mal kritisch hinterfragen. Beim Rest finde ich die Preise auch vollkommen okay und vollkommen gerechtfertigt. Einiges kriegt man ja auch, wie Haarliebe zum Beispiel oder Rival Loves Me oder auch in einer gut sortierten Drogerie gibt es, glaube ich, ab und an auch mal 11. Kriegt man die Sachen ja auch eben in der Drogerie nachzukaufen, Biore auch. Schöne Box, würde ich mir wieder bestellen, tatsächlich, wenn das Motto zu mir passt. Das passte jetzt, weil ich eben geahnt habe, dass da auch so ein bisschen was zum Schminke drin ist. Wie gesagt, ich finde sehr, sehr schade, dass der gleiche Elf-Lidschattenplatte, Platte vor allem, Palette hier drin ist, wie auch in der normalen Box. Ja, nicht alle hatten die vielleicht, sondern die andere. Aber so, also das war ein Entweder-Oder-Produkt in, ich glaube, der Masquerade-Box, die ihr dort hinten auch stehen seht. Da. Da konnte man entweder einen Waterproof-Mascara oder die kriegen. Ich hatte die drin. Aber finde ich halt schade, hätte man zumindest eine andere Sorte nehmen sollen. Also, ja, aber ansonsten finde ich das eine coole Box. Wie gesagt, ein paar Sachen davon werde ich weiter verschenken, beziehungsweise eine Sache. Vielleicht verschenke ich das beides noch, die beiden. Den Rest behalte ich, freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Auch die Primer Drops, das ist ja auch eine Art und Weise, die ich noch gar nicht kenne, so als Drops. Und da ich gerade mich durch Primer und durch Make-up Foundations mal wieder durchteste, freue ich mich auch darauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal, ob ihr euch die Box auch bestellen würdet oder was euer liebstes Produkt hier wäre. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke abonniert, nachdem ihr meinen Kanal abonniert habt, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Diese kommen aktuell immer am Mittwoch und am Sonntag online. Außerdem folgt mir gerne auf Instagram, dort heiße ich sassy_on_insta. Auch da nehmt nicht euch mit in meinen Alltag als Lehrerin, Make-up, Adventskalender, Katzen, alles Mögliche. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video wieder einschaltet. Habt noch einen wunderbaren Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hier seht. Bis dahin, bye bye!